Ja, hi, willkommen zurück bei Barbecue. Geil, aber günstig. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es was Spezielles und zwar machen wir gefüllte Pollo Fino. Also bleibt gespannt. Schaut mal, hier haben wir unsere Pollo Fino und die Zutaten für die Füllung. Die Pollo Fino, die bearbeiten wir erst etwas später. Hier haben wir Frischkäse, hier haben wir Cheddarkäse, 60 Gramm circa, Chilischoten milde. Ja, als erstes gehen wir her, schneiden die Chilischoten auf, holen das Gehäuse raus, beziehungsweise die Kerne. Ja, und wir mischen uns schon mal die Füllung. 60 Gramm Cheddar-Käse, circa 200 Gramm. Ja, zwei Esslöffel, ein bisschen noch von dem Frischkäse dran. So, dann wird das Ganze gewürzt. Ich habe hier den Smokehouse Rub. Ihr könnt einen Rub eurer Wahl nehmen. Es darf ruhig richtig würzig sein. So circa zwei Esslöffel kommen da dran. Dann gehen wir her und rühren das Ganze erstmal richtig ordentlich durch. So, durchgerührt ist das Ganze. Wir lassen das noch etwas ziehen. Wir gehen als nächstes her, schneiden hier das Grüne ab, dann schneide ich sozusagen einen Deckel ab, so dass wir innen dran kommen. Jetzt nehmen wir einen Teelöffel, gehen her und kratzen die Kerne raus. Also ich möchte keine Kerne drin haben, das würde mir dann zu scharf werden. Wenn ihr die Kerne drin lasst und das Ganze nicht so sauber macht, ja, dann wird es schärfer. Schaut mal, hier ist es schön sauber. Das ist der passende Deckel dazu. Das machen wir jetzt erstmal mit den anderen. So, ein paar Minuten später haben wir die Chili auch gut vorbereitet. Jetzt können wir schon hergehen. Die Frischkäse-Käse-Füllung in die Chili reintun. Da darf ruhig ordentlich was überstehen. Wir packen den Deckel drauf. Zapp. Ja, und so gehen wir her, bereiten jetzt noch die anderen vor. Die Chilis sind jetzt alle schön gefüllt. Wir haben noch ein bisschen übrig. Ich habe aber auch noch ein paar Chilis. Die werde ich damit noch füllen und später mal auf den Grill packen. So, die können jetzt mal zur Seite. Hier haben wir unsere Pollo Fino. Ich habe ja gesagt, ich habe den Smokehouse Barbecue Rub. Damit würzen wir die. Hier ist keine Haut mehr dran. Ja, Pollo Fino bedeutet feines Stück vom Hähnchen. Ja, klar, ohne Knochen, schön saftig. Bei den Jalapeno habt ihr gesehen, die waren jetzt nicht ganz so groß, das war auch Absicht. Und zwar, wenn die so groß sind, weil Pollo Fino sind nicht immer ganz so große Stücke, ja, dann kann man die nicht ganz so einwickeln. Gut, wir gehen her, würzen die jetzt erstmal von allen Seiten mit unserem Rub. Ja, die sind jetzt von allen Seiten ordentlich gewürzt. Wir gehen jetzt her. Es gibt hier einmal die Innen- und die Außenseite, das ist gut zu erkennen. Außenseite ist schön glatt, Innenseite, da war der Knochen. Und rollen hier das Ganze mit der Jalapeno. Rollen wir das Ganze ein. So, dass wir das hier, ja, wie eine Roulade aussehen haben. Zwischenzeitlich habe ich den Grill schon mal vorgeheizt auf 170 Grad. Ein bisschen ziehen. Ja, ich habe auch noch Fleischnadeln parat gelegt, falls das ein bisschen eng werden würde, dass wir das Ganze mit Fleischnadeln so ein bisschen zumachen können, damit uns die nicht auseinanderfahren. Gut, wir füllen die jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich schon am Grill wieder. So, schaut mal, die hängen hier so ein bisschen zusammen. Kann man dann hier so ein bisschen auseinanderreißen. Ja, jetzt für die Jalapeno, das ist mir ein bisschen zu kurz. Also, was nehmen wir? Ja, die Hausordnung. Und klopfen die ein bisschen. Und zwar nur nach hinten weg, dass die etwas länger wird. Drehen die einmal die andere Seite. Das tut der Sache jetzt hier kein Dingen an, wenn die etwas dünner werden, weil die werden ja so oder so gerollt. So. Haben wir uns die passend gemacht für die Jalapeno. Eindrehen
Hier kommt der Käse raus, wieder reindrücken. So. Und et voilà, fertig. Ja, jetzt sehen wir uns am Grill wieder. So, der Grill ist noch nicht vorgeheizt auf 170 Grad. Ja, da haben wir noch ein paar Sekunden Zeit. Wir wollen die Pollo Fino nachher glasieren. Und da habe ich die Mississippi Barbecue Soße zu. Habe ich schon mal vorgestellt in einem meiner Videos bei den Pork Belly Burnt Ends. Ja, wie die Glasur damit aussieht. Die ist sehr kräftig im Geschmack. Also ich mache hier keine Werbung für die, sage ich mal, weil ich Geld dafür bekomme, sondern einfach nur, weil die Soße richtig geil ist. Und wenn wir damit glasieren nachher, kann euch sagen, ein Ergebnis, der absolute Wahnsinn. So, wir haben eine Temperatur von 170 Grad erreicht. Ich habe das Ganze hier jetzt auf indirekte Hitze, also ich lege es in der Mitte auf. Links und rechts sind die Brenner auf ganz klein. Wir streben eine Kerntemperatur von 85 Grad an, jedoch bei 75 Grad wollen wir anfangen, die zu glasieren. Das Ganze wird ungefähr so 60 Minuten dauern, bis wir die 75 Grad erreicht haben. Ja, da brauchst du ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich habe hier so einen Einstechthermometer, da will ich dann zwischendurch mal die Temperatur messen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich anfange zu glasieren. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal kurz eine Kerntemperatur genommen. 75 Grad sind erreicht. Leute, schaut mal, die sehen wohl schon sehr gut aus. Ja, jetzt gehen wir her mit der Barbecue-Soße, die ich vorhin gezeigt habe. Glasieren das Ganze. So, jetzt noch eine Viertelstunde. Und dann machen wir das ganze Teller fertig und dann wollen wir mal probieren. Oh, die 15 Minuten sind um. Wir wollen mal schauen. Mega. Ja, ich würde sagen, ich richte mal an und dann wollen wir mal probieren. So, es ist angerichtet. Es ist Teller fertig. Schaut mal. Huiuiuiui. So, ich glaube, ich werde es mal anschneiden. Von daher, welche nehme ich? Die hier. So, wir wollen mal anschneiden. Boah, schaut mal, hier kommt der Käse raus. Boah, mega. Schaut euch das mal an. Boah, das sieht gut aus. So, ich werde mal ein Scheibchen abschneiden. Boah, mega. Das duftet, ne? Oh. Leute, guten Appetit. Boah. Boah. Mega. Super lecker. Durch das Glasieren von außen leicht süß. Kommt eine leichte Schärfe durch. Durch die Jalapeno. Der Käse kommt super durch, der Frischkäse. Also, ich kann nur sagen, ja, ist eins meiner unter den Top 10 Videos, auf jeden Fall. Wenn euch mein Video gefallen hat, ja, gebt mir mal einen Daumen dafür, für das Video. Seid ihr noch keine Abonnenten vom Kanal, abonniert gerne meinen Kanal. Mmh. Oh. Macht's gut, euer Dirk vom Barbecue. Geil, aber günstig. Ciao.